Die Kryptowährung Bitcoin stieg am Mittwoch an einigen Börsen über 500 Dollar, angeblich wegen eines Schneeballsystems. Hallo und herzlich willkommen in dieser Presseschau. Der Preis der Bitcoin ist innerhalb eines Monats um 100% gestiegen. Es ist dem Aufschwung von 2013 ähnlich, als die digitale Währung von 120 auf 1150 Dollar durch Medieninteresse auf Aufregung der Investoren und wahrscheinlich eines Betrugs vor dem Scheitern von Mt. Gox kletterte. Das System unter der Bezeichnung MMM ist bereits seit einem Jahr im Umlauf, aber in diesem Monat gewann es unter den Chinesen an Dynamik. Neue Mitglieder sind verpflichtet, beim Beitritt Bitcoins zu kaufen. Dabei werden ihnen eine Rendite von 30% pro Monat sowie Boni für Empfehlungen zugesichert. Wen Guang, einer der MMM-Teilnehmer, plädierte für das Schema und erklärte: Heute am 31. Oktober erhielt ich 20% Zinsen und einen Empfehlungsbonus in Gesamthöhe von 7.750 Dollar. Ich erlebte wirklich die Gewaltigkeit der 3M und die Aufrichtigkeit aller Teilnehmer. Der russische Betrüger Sergei Mavrodi steuerte das Pyramidensystem MMM in den 90er Jahren und wurde des Betrugs russischer Bürger in Höhe von 1,7 Millionen Dollar für schuldig befunden. Diesmal behauptet er, in 60 Ländern tätig zu sein, und auf seiner Webseite heißt es, MMM ist eine Gemeinschaft von Menschen, die einander finanzielle Hilfe auf Prinzipien von Unentgeltlichkeit, Gegenseitigkeit und Wohlwollen leisten. Die Teilnehmer werden gewarnt. Es gibt keine Regeln. Grundsätzlich die einzige Regel ist keine Regeln, gar keine. Selbst wenn sie alle Anweisungen befolgen, können sie immer noch verlieren. Der Gewinn kann eventuell nicht bezahlt werden und sie können überhaupt ihr ganzes Geld verlieren. Denken Sie immer dran und beteiligen Sie sich nur mit freiem Geld oder überhaupt nicht. Chris Berniske von Art Invest ist bullish auf die Bitcoin. Die jüngsten Preiserhöhungen lassen die Menschen sich damit befassen, was sie nicht verpassen wollen. Auf Wiedersehen.